Sie planen, dieses Jahr einen bienenfreundlichen Garten anzulegen? Dann ist dieses Video genau das Richtige für Sie. Denn in diesem Video haben wir unterschiedliche Pflanzen zur Inspiration für Ihren bienenfreundlichen Garten zusammengestellt. Natürlich können Sie viele davon auch auf der Terrasse oder auf dem Balkon, in einem Kübel oder im Topf halten. Um sich einen schnellen Überblick zu verschaffen, nutzen Sie am besten die Videobeschreibung. Hier haben wir die Sprungmarken zu den einzelnen Pflanzen für Sie aufgelistet, damit Sie direkt zu denen springen können, die Sie interessieren. Und wenn Sie noch nicht genau wissen, welche Pflanze Sie am liebsten in Ihrem Garten hätten, dann lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von den Bildern inspirieren. Wir wünschen ganz viel Spaß. Rosen. Herrlich duftende Rosen verwöhnen nicht nur die Bienen mit reichen Staubgefäßen, Pollen und Nektar. Besonders die alten Sorten, Strauchrosen und üppig blühende Ramblerrosen, ziehen Bienen magisch an. Man sagt, Bienen können kein Rot sehen. Trotzdem tummeln sie sich auf den roten, ebenso wie auf den weißen oder gelben Rosenblüten. Das liegt ganz einfach daran, dass sich die Biene vom Geruch leiten lässt und nicht von der Farbe. Das Buschwindröschen. Zwischen Gehölzen blüht das Buschwindröschen schon im frühen März. Bis in den April findet das Bienenvolk hier seine Nahrung. Der Nährstoffbedarf der Pflanze fällt mäßig aus. Dennoch erreicht die Anemone eine Höhe von bis zu 25 cm. Die weißen Blütenteppiche heißen den Frühling willkommen. Auf sandigen bis lehmigen, aber auch feuchten Böden steht das Buschwindröschen gern im Schatten oder Halbschatten. Der Efeu. Obwohl die Blütendolden des Efeus so unscheinbar erscheinen, stellt die Pflanze eine wichtige Nahrungsquelle für Bienen und auch Schmetterlinge dar. Bei dieser Art der bienenfreundlichen Gewächse handelt es sich nämlich um einen der wenigen Herbstblüher. Diese verlängern das Nahrungsangebot der Insekten bis zum Oktober. Gleichzeitig ist die Pflanze ein prima Abdecker für hässliche Flächen, besitzt luftreinigende Eigenschaften und bietet vielen kleinen Lebewesen sicheren Schutz. Dabei macht die Pflanze aufgrund ihrer Robustheit wenig Arbeit. Lavendel. Diese Heilpflanze ist ein Halbstrauch und verholzt nur im unteren Bereich. Ursprünglich am Mittelmeer heimisch, wächst sie nun auch zunehmend in deutschen Gärten. Sie können den Lavendel an einem sonnigen, aber windgeschützten Standort kultivieren. Der Lavendel ist bis etwa minus 15 Grad Celsius winterhart und der Wuchs ist sehr dicht und buschig. Die violetten Blüten haben einen wunderbaren Duft, der Insekten anlockt. Diese mehrjährige Pflanze wird bis zu 100 cm hoch. Schafgarbe. Die kleinen gelben, weißen oder rosa Blüten der Schafgarbe bilden üppige Dolden. Trotzdem wirkt die Schafgarbe im Garten oder auf dem Balkon wie ein eher zurückhaltendes Gewächs. Bienen lieben diese Pflanze dafür umso mehr. Sie fliegen von Blümchen zu Blümchen und sammeln. Neben den Bienen mögen auch viele andere Nützlinge im Garten die feine und unaufdringliche Art der Schafgarbe. Da die Schafgarbe bis zu 120 cm hoch wird, sollte ihr ausreichend Platz im Bienenparadies gegönnt werden. Verbene. Bienenfreundliche Pflanzen wie die zarte Verbene verwöhnen auch uns Menschen mit ihrem feinen Duft. Das manchmal auch als Eisenkraut bezeichnete Gewächs stammt ursprünglich aus Südamerika. Es gibt die Verbene in verschiedenen Züchtungen und Farben. Als Bodendecker und kleine Staude ist sie in jedem Garten ein von vielen Bienen und oft auch zahlreichen Schmetterlingen umschwärmter Blickfang. Der falsche Jasmin. Der hübsche Strauch mit den weißen Blüten und den üppigen gelben Staubgefäßen überzeugt nicht nur die Bienen. Seine Blütenfülle und der betörende Duft locken ab Ende Mai zahlreiche Insekten an. Doch auch der Mensch erfreut sich an der Pracht und lässt sich den Duft in die Nase steigen. Mit dem falschen Jasmin erhalten Sie ein anspruchsloses Gewächs. Er gehört in die Sonne oder in den Halbschatten und in einen nährstoffreichen Boden. Bergenie. Hingegen stellt die Bergenie ihr Nahrungsangebot schon sehr früh im Jahr zur Verfügung. Anfang April zeigen sich bereits die ersten rosa Blüten, wenn die Pflanze im Schatten oder im Halbschatten steht. Der Boden sollte gut durchlässig sein und reich an Nährstoffen. Dahlien. Dahlien sind dann bienenfreundliche Blumen, wenn es alte Sorten sind. Extrem überzüchtete Hybriden mit gefüllten Blüten sehen toll aus, bieten Bienen aber wenig. Entscheiden Sie sich also unbedingt für alte Bauerngartensorten und Sie werden eine große Freude an den Farben, Düften und dem Summen der Bienen haben. Im Bienengarten bieten die Dahlien ab dem Spätsommer auch dann noch genug attraktive Anflugmöglichkeiten, wenn andere Blumen schon verblüht sind. Der Fingerstrauch. Seinen Namen bekam der Fingerstrauch aufgrund der wechselständigen Blätter, die durch die mehrzählige Form an Hände erinnern. Die ausdauernde Blühleistung reicht von Mai bis August.
Je nach Sorte leuchten die einfachen Schalenblüten gelb, orange-rot, rosa oder weiß. Da das Rosengewächs gerade mal 15 cm Wuchshöhe erreicht, können Sie diesen sowohl für einen kleinen Garten als auch auf Balkon und Terrasse einplanen. Die Aster. Diese herbstblühende Pflanze kommt in vielen Farben daher. Sie verleiht ihrem Garten am Ende der Sommersaison ein buntes Aussehen und Bienen und Schmetterlinge erfreuen sich daran. Die Pflanze mag einen sonnigen bis halbschattigen Platz in ihrem Garten. Die Aster wird in vielen verschiedenen Arten angeboten, sodass Sie hier eine große Auswahl an Farben und Größen haben. Astern werden als einjährige oder zweijährige Pflanzen kultiviert. Leberblümchen. Auch dieser bienenfreundliche Bodendecker ist, als Frühblüher, schon im März ein guter Versorger. Er stellt den Tieren ein üppiges Pollenangebot zur Verfügung und das Leberblümchen fühlt sich ohnehin an schattigen Standorten ausgesprochen wohl. Unter einer dünnen Mulchschicht übersteht es dann den Winter ohne Probleme. Karpaten-Glockenblume. Ob im Steingarten, dem Beet oder im Topf, die Karpaten-Glockenblume zaubert ein anmutiges weißes oder violettes Blütenmeer in ihren Garten. Durch die lange und ausdauernde Blüte stellt sie im Bienengarten eine ausdauernde Quelle für Nektar und Pollen dar. Achten Sie beim Kauf auch hier auf möglichst ursprüngliche Sorten. Gewöhnliche Berberitze. Die gewöhnliche Berberitze bleibt auch im Winter grün. Die Statur wird mittelhoch und bildet eine sehr dichte, wachsende, überhängende Krone aus. Die langen, dünnen Triebe besitzen spitze Dornen. Die Rinde ist hellgrau bis gelblich gefärbt. Ihre Blüten entfalten sich von Mai bis Juni. Anschließend kommen kleine, kugelförmige Beeren mit roter, violetter oder fast schwarzer Werbung zum Vorschein. Im Herbst nehmen die grünen Blätter eine gelbe bis leuchtend rote Farbe an. Die Kornblume. Durch Reisende aus dem südöstlichen Mittelmeergebiet ist diese Blume bei uns heimisch geworden. Oft finden Sie die bienenfreundliche Staude inmitten von Getreidefeldern oder an deren Rändern. Die Kornblume wird bis zu 80 cm hoch und hat in ihrer ursprünglichen Form eine wunderschöne blaue Färbung. Sie blüht von Mai bis Oktober und bevorzugt einen sonnigen Platz in ihrem Garten. Braunelle. Braun bis blau bis violett stellt die Braunelle ihre Blüten in den Garten. Vom Juni bis in den September finden die Insekten hier ihre Nahrung. Wenn das Gewächs auf sandigen oder tonigen Boden beheimatet ist und sich in der Sonne oder im Halbschatten aufhält. Leicht trocken sollte es sein, auf gut durchlässiger Erde, mit einem geringen Angebot an Nährstoffen. So entwickelt die Pflanze gern eine Höhe von bis zu 40 cm. Mandelröschen. Das wechselnde Farbenspiel zwischen Orange, Rot und Gelb gibt dieser ungewöhnlichen Blume ihren Namen. Für uns Menschen ist ein üppig blühendes Mandelröschen eine Augenweide. Für Bienen sind die vielen kleinen, prall mit Staubgefäßen gefüllten Blüten eine hervorragende Nahrungsquelle. Im Bienengarten oder auf dem Balkon liefert das Mandelröschen Nektar von Mai bis spät in den Oktober hinein. Heimische Beeren. Brombeer, Himbeere, Johannisbeere oder Stachelbeere. Beerensträucher beherbergen eine Fülle an Nektar und Pollen. Als besonders nahrhaft gilt die Himbeere. Erscheinen nach der Blüte die süßen Früchte, haben auch andere Gartenbewohner und natürlich der Mensch etwas davon. Ihr fruchtiger Geschmack und ihre Inhaltsstoffe sind kaum zu toppen. Pflanzen Sie Beerensträucher, sollten Sie immer mehrere nebeneinander setzen, denn nur dann wirken sie attraktiv und die Ernte lohnt sich richtig. Die Kugeldistel. Die sehr auffälligen blauen Blütenkugeln sitzen an aufrechten Stängeln. Sie können einen Durchmesser von 6 cm erreichen. Die gesamte Pflanze kann, je nach Art, zwischen 50 und 200 cm groß werden. Sie mag einen sonnigen Standort und ist bei Bienen und Schmetterlingen sehr beliebt. Die Kugeldistel ist sehr langlebig und Sie können sie über viele Jahre in Ihrem Garten kultivieren. Kleines Immergrün. An halbschattigen bis schattigen Standorten entwickelt die Pflanze ihr volles Potenzial, wenn sie im April mit der Blüte beginnt. Bis in den Mai erfreut sie das Bienenvolk auf lehmig-sandigen Untergrund, den sie frisch und humusreich mag. In der Höhe gibt sich das kleine Immergrün mit maximal 15 cm zufrieden, streckt sich aber zu den Seiten auf bis zu 60 cm aus. Blaukissen. Schon ganz zeitig im Jahr verwöhnen uns die Blaukissen mit ihrer intensiv leuchtenden und verschwenderischen Farbenpracht. An guten Lagen mit viel Sonne wachsen die Pflanzen zu stattlichen Größen heran und bieten Bienen hunderte Blüten. In Kennerkreisen gelten die von April bis Mai blühenden Blaukissen als wichtige Nektarquelle für alle summenden und brummenden Insekten.
Hibiskus. Der Roseneibe bringt mit seinen großen Blüten etwas mediterranes Flair in ihren Garten. Die Farbe kann weiß, gelb, orange, violett oder rot ausfallen. Die späte Blütezeit von Juli bis September bietet auch dann noch den Bienen Nahrung, wenn andere Quellen schon längst versiegt sind. Sie können den Strauch direkt in den Garten oder in den Topf setzen. Bei guter Pflege ist eine Höhe und Breite von bis zu 3 Metern nicht selten. Mädchenauge. Das Mädchenauge kommt aus Nord- und Südamerika und wird auch Schöngesicht oder Wanzenblume genannt. Sie ist eine einjährige Pflanze und blüht von Juni bis Oktober. Sie hat einen buschigen Wuchs und ist sehr blühfreudig. Deshalb sollte sie in ihrem bienenfreundlichen Beet nicht fehlen. Ihrem Garten wird sie ein buntes Aussehen verleihen, denn es gibt sie inzwischen in mehreren Farben. Das Mädchenauge wird etwa 80 cm groß, es gibt aber auch Arten, die eine Höhe von 180 cm erreichen. Einen vollsonnigen Standort in ihrem Garten nimmt sie gerne an. Das kompakte Hornkraut. Auch dieses Hornkraut gehört zu den niedrigeren Bodendeckern. Bis zu 15 cm wächst es in die Höhe. Die Wuchsbreite erreicht 20 bis etwa 25 cm. Die weißen Blüten regen sich zunächst im Mai und bleiben bis zum Juni. Die Pflanze steht gern in der Sonne, auf trockenem Geläuf, mit geringem Humus- und Nährstoffanteil, aber mit ausreichend Lehm und Sand. Löwenmäulchen. Im Sommer kriechen die Bienen tief in die bunten Blütenkelche der Löwenmäulchen. Manchmal kommen sie von oben bis unten mit Blütenstaub bedeckt wieder heraus. In den alten, traditionellen Bauerngärten wurde das anspruchslose Löwenmäulchen extra aus diesem Grunde kultiviert. Es gilt als ein Magnet unter den bienenfreundlichen Blumen. Am Löwenmäulchen werden Sie sehr wahrscheinlich auch öfters Hummeln beobachten können. Die dicken Verwandten der Biene mögen den Nektar dieser hübschen Pflanze nämlich ganz besonders gern. Kupferfelsenbirne. Der Großstrauch wächst mehrstämmig und entwickelt im Alter eine schirmförmige Krone. Die enorme Blütenpracht erfolgt ab April. Ab Spätsommer entwickeln sich blau-schwarze, essbare Beeren. Im Herbst verschönert die Felsenbirne ihren Garten durch das wunderschöne gelbe bis rote Herbstkleid. Die Pflege ist einfach. Sie achten nur auf einen sonnigen bis halbschattigen Standort und einen lockeren und nahrhaften Boden ohne Staunässe. Großblumige Kokardenblume. Diese Pflanze wird aus 2 anderen Arten gezüchtet und ist eine hervorragende Sommerblume. Leider können Sie sie nur etwa 4 Jahre kultivieren. Dann muss sie durch eine neue Pflanze ersetzt werden. Die Kokardenblume hat einen buschigen Wuchs und wird bis zu 75 cm groß. Die bis zu 10 cm großen Blüten öffnen sich von Mai bis Oktober, weshalb die Kokardenblume zu den bienenfreundlichen Stauden gehört. Sie können diese Pflanze in Gelb, Rot oder Orange kultivieren. Die faszinierenden Blüten sind mittig meist violett, braun, gelb oder rot gefärbt und die Spitzen meist gelb. Durch diesen schönen Kontrast werden zahlreiche Insekten angelockt, die sich hier ihre Nahrung holen können. Die Kokardenblume bevorzugt einen sonnigen Standort in ihrem Garten. Die Teppichmispel. Bei einer Höhe von 15 cm lässt es die Teppichmispel bewenden. In der Breite bringt sie es jedoch auf stattliche 45 cm. Die Blüten sind weiß, im Herbst zeigen sich rote Beeren. Vom Mai bis zum Juni blüht die Mispel und sie stellt keine hohen Ansprüche. Ob sonnig oder im Schatten, die Teppichmispel ist stets zufrieden. Auch der Boden muss keine besonderen Qualitäten aufweisen. Weiße Fetthenne. Die weiße Fetthenne blüht eigentlich zart rosé und fristet in vielen Gärten ein wenig beachtetes Dasein. Doch ist sie für Bienen ab dem Sommer eine gute und wichtige Nahrungsquelle. Selbst dort, wo es heiß und trocken ist, gedeiht und blüht die genügsame Fetthenne noch zuverlässig und saftig. Auch an dieser Pflanze sind Schmetterlinge häufig und gern gesehene Gäste. Kornelkirsche. Pflegen Sie diesen Strauch gut, erreicht er eine stattliche Höhe von 6 bis 8 Metern. Allerdings wächst er sehr langsam und legt nur bis zu 30 cm im Jahr zu. Mit dem Alter wird er mehrstämmig und breit. Sein Markenzeichen sind die helle und faserige Rinde sowie die dünnen grünen Zweige mit den spitzen Knospen. Die Blätter sind sommergrün, eiförmig und glänzen an der Oberseite. Im Herbst färbt sich die Pflanze gelblich, orange oder rotorange. Die Kornelkirsche öffnet ihre kleinen gelben Blüten schon im Februar bis März. Sie gibt den frühen Bienen Nahrung. Männertreu. Männertreu ist auch als blaue Lobelie bekannt und gehört zur Familie der Glockenblumengewächse und zählt ebenfalls zu den bienenfreundlichen Stauden. Ursprünglich kommt die Pflanze aus Südafrika, wird bei uns aber immer beliebter im Garten oder auf der Terrasse. Der Wuchs dieser Pflanze ist sehr dicht und es gibt stehende oder hängende Arten.
Erstere werden etwa bis zu 35 cm hoch. Als Hängepflanze können die Triebe eine Länge von bis zu einem Meter erreichen. Von Mai bis September erstrahlen die Blüten in verschiedenen Blautönen. Sie können aber auch violett erscheinen. Der Standort sollte sonnig sein. Hier gilt, je mehr Sonne, desto schöner blüht die Pflanze. Der stängellose Enzian. Auf einem schweren Grund mit hohem Lehmanteil fühlt sich dieser Enzian recht wohl, wenn mit Feuchtigkeit nicht gespart wird. Der bienenfreundliche Bodendecker erreicht eine Wuchshöhe von bis zu 20 cm. Seine dunkel-azurblauen Trichterblüten erfreuen die Natur von Mai bis in den November, wenn sein Standort ausreichend vom Sonnenlicht beschienen wird. Kapuzinerkresse. Bienenfreundliche Pflanzen können auch für uns Menschen lecker sein. Ein gutes Beispiel dafür ist die würzig scharfe Kapuzinerkresse. Im Salat oder in der Suppe erfreut sie unseren Gaumen. Die Bienen vergnügen sich derweil in den leuchtend orange bis sattrot gefärbten Blütenkelchen. Bei guter Pflege und optimalem Standort blüht die Kapuzinerkresse ohne Unterbrechung von Juni bis Oktober. Besonders gut macht sich diese hübsche Blume auch als Rangpflanze und Sichtschutz auf einem sonnigen bis schattigen Balkon. Liguster. Liguster gehört zur Familie der Ölbaumgewächse. Entfaltet er im Frühsommer von Juni bis Juli die zahlreichen Blüten aus weißen Rispen, breitet sich ein betörender Duft aus. Mit dem Liguster schaffen sie sich einen äußerst robusten und wuchsfreudigen Strauch an. Dieser eignet sich besonders als lebendige Hecke, in dem Insekten und Vögel ein sicheres Zuhause finden. Schneeflockenblume. Die Schneeflockenblume ist am besten in einem Topf, auf dem Balkon oder der Terrasse aufgehoben. Da sie aus dem subtropischen Klima stammt, ist sie nicht winterhart und sie sollten sie frostfrei überwintern. Die Pflanze bildet ein Polster und wird etwa 20 cm hoch, während die hängenden Triebe bis zu 60 cm lang werden können. Von Mai bis Oktober können sie eine wunderschöne weiße Blütenpracht genießen, wenn sie ausgeblühte Blüten zeitig entfernen. Den Standort sollten sie sonnig bis halbschattig wählen, aber nicht zu schattig. Dann blüht die Schneeflockenblume nicht ausgiebig. Sündermann-Silberwurz. Etwas geringer im Wuchs fällt die Sündermann-Silberwurz aus. Diese Pflanze wird maximal 5 bis 15 cm hoch. Dafür fällt sie gern mit ihren weißen Blüten auf, die in der Mitte gelb werden. Nur im Juni und Juli kann sie der Gartenfreund bewundern und nur an einem sonnigen Standort. Der Boden sollte für die Pflanze sandig, kiesig, frisch und durchlässig sein. Fächerblume. Suchen Sie bienenfreundliche Pflanzen, insbesondere für den Balkon, sind Blumenampeln mit der Fächerblume eine hervorragende Wahl. Schön gestaltet und optimal platziert, verzaubert diese Pflanze mit ihren violett-blauen Blütenkaskaden Mensch und Biene. Hoch aufgehängt werden die Dolden bis zu einem Meter lang, auf einen windgeschützten Stand oder Hängeort. Die Fächerblume braucht zum optimalen Wachstum viel Sonne. Mannsblut. Die stark strauchig wachsende Pflanze erreicht eine Höhe von etwa 60 cm. Die gelben Blüten öffnet die Pflanze von Juni bis August. Pflegen Sie das Gehölz gut, erfolgt im September eine Nachblüte. Setzen Sie das Mannsblut in einen trockenen und lockeren Boden. Der richtige Standort befindet sich im Halbschatten, beispielsweise unter einem Baum oder einem anderen Strauch. Für einen verbesserten und dichten Wuchs führen Sie im Frühjahr einen Rückschnitt durch. Wegwarte. Diese zu der Familie der Korbblütler gehörende Wildblume ist auch eine anerkannte Heilpflanze. Sie wächst meist an Wegesrändern oder Bahndämmen. Aus einer Blattrosette wachsen aufrecht behaarte Stiele, die in ihrem Garten eine Höhe von bis zu 90 cm erreichen können. Die etwa 3 bis 5 cm großen Blüten leuchten hellblau. Das Besondere ist, dass die Blüten nur morgens aufblühen. Jede Blüte blüht nur einmal in dieser kurzen Zeit. Insgesamt treibt die Wegwarte aber Blüten ab Juli bis in den Herbst aus und wird gerne von Bienen angeflogen. Der Standort sollte sonnig sein, damit die Pflanze zahlreiche Blüten ausbilden kann. Der blutrote Storchschnabel. Von Mai bis Juni erblüht der blutrote Storchschnabel. Dem Namen entsprechend erkennt man ihn am farbigen Blattwerk, während die weißen Sorten aus der Art fallen. Beide Farben entwickeln sich besonders ansprechend, wenn sich das Gewächs im Halbschatten oder der Sonne ansiedelt. Als Nachbar ist der gelbe Lärchensporn immer wieder gern willkommen, vor allem auf tiefgründigen und feuchten Böden. Margarite. Dieser Bienen- und Schmetterlingsmagnet darf auf keiner Bienenwiese fehlen. Dabei gedeiht diese Blume auch hervorragend im Topf auf der Terrasse oder auf dem Balkon.
Zugegeben, wir Menschen finden den Geruch der Margeriten meistens weniger angenehm. Dafür erfreut uns die Pflanze umso mehr mit ihren tollen Blüten und den extra großen gelben Staub- und Nektargefäßen. Neben dem klassischen Weiß gibt es die Margerite auch in Rosa- und Gelbtönen. Orangenblume. Die wunderschöne Rarität bleibt das ganze Jahr über grün. Da das Gehölz nicht wirklich winterhart ist, sollte die Pflanze in einem beweglichen Topf oder Kübel wachsen. Dann können Sie die Pflanze im Winter bequem an einen geschützten Ort bringen. Die stark duftenden weißen Sternblüten der Orangenblume öffnen sich ab den Eisheiligen. Ab Juli ist der Strauch nur grün. Bei guter Pflege kann eine zweite Blüte von August bis September erfolgen. Die Sterndolde. Dieser Doldenblühe ist auf Alpenwiesen und in den Wäldern Europas zu Hause. Es gibt mehrere Arten, wobei die kleine Sterndolde bis zu 40 cm groß wird und die Riesensterndolde bis zu 90 cm. Die Blütezeit ist je nach Art zwischen Juni und September und bietet Bienen und Schmetterlingen reichlich Nahrung. Verblühte Blüten sollten Sie entfernen, damit sich die Pflanze nicht zu stark ausbreitet. Die Pflanze mag einen sonnigen bis halbschattigen Platz. Katzenminze. In einer trockenen und vollsonnigen Umgebung hält sich die Katzenminze gern auf. Dann blüht sie lavendelblau ab Mai bis zum September. Zwischen 30 und 60 cm erreicht sie in der Höhe auf durchlässigen Boden. In der Nachbarschaft erfreut sie sich über das Sonnenauge. Sonnenhut. Bienenfreundliche Blumen wie der Sonnenhut sollten in keinem naturbelassenen Garten oder auf einer Insektenwiese fehlen. Achten Sie beim Kauf auf alte, naturbelassene Züchtungen. Neuere Sorten haben gefüllte Blüten. Das bedeutet, dass die Staubgefäße in der Mitte fehlen. Für Bienen wären diese Sorten wertlos. Weißdorn. Der Weißdorn hat einen vielfältigen Nutzen für den Garten. Neben der üppigen Blütenpracht bietet sein undurchdringender und dichter Wuchs den Insekten und Vögeln einen sicheren Lebensraum. Versiegt das reiche Pollenangebot der Blüten, sind die roten Früchte eine andere wertvolle Nahrungsquelle. Die Kultivierung des Gehölzes ist sehr einfach. Es wächst quasi von alleine. Es verträgt sowohl Trockenheit und Hitze als auch winterliche Kälte. Suchen Sie einen robusten und standhaften Sichtschutz, kann diesen der Weißdorn bieten. Die Stockrose. Auch die Stockrose kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, ist aber inzwischen in ganz Europa beheimatet. Sie kann bis zu 2 Meter hoch werden. Die behaarten Blätter werden bis zu 16 cm groß und sitzen am ebenfalls behaarten Stiel. Die Stockrose ist in einem sonnigen Beet gut aufgehoben. Die Blütezeit ist von Juli bis September in einer großen Farbvielfalt. Die Stockrose ist mehrjährig, aber ihre Blütenpracht lässt jedes Jahr ein wenig nach. Zu den bienenfreundlichen Stauden passt sie aber trotzdem sehr gut und fügt sich wunderbar in ihr Beet ein. Kissenginster. Die leuchtend gelben Blüten fallen den Gartenfreunden zwischen Mai und Juni auf. Besonders in der Breite entwickelt sich die Pflanze erheblich, nämlich bis zu 80 cm. Dabei bleibt sie in der Höhe mit 20 cm eher in der Mittelklasse. Sonnige Plätze mag der Kissenginster, der Boden sollte durchlässig sein. Die Pflanze gilt als ein überaus bienenfreundlicher Bodendecker. Salbei. Der Salbei ist eine herrliche Küchen- und Heilpflanze und natürlich auch eine bienenfreundliche. Die hübschen violetten Blüten öffnen sich von Mai bis Juni und liefern einen besonders würzigen Nektar. Salbei wird nicht nur von Bienen fleißig umschwärmt, in diesem schönen Gehölz tümmeln sich viele Insekten und besonders gern auch die attraktiven Marienkäfer. Die Weide. Die Weide ist die Bienenpflanze schlechthin. Vor allem, wenn der Frühling auf sich warten lässt, benötigen die ersten Honigbienen, Hummeln und viele Schmetterlinge große Mengen an Pollen und Nektar. Genau zu dieser Zeit ab März blühen viele Weidearten und bilden reichlich Nahrung aus. Besonders die Sandbienenarten nutzen die Pflanze als Hauptnahrungsquelle. Mit der Weide bekommen Sie ein äußerst attraktives Gehölz. Die samtweichen Kätzchen sehen auch in der Vase schön aus. Dabei sind die Pflanzen absolut robust und pflegeleicht, sehr schnittverträglich und resistent gegen Staunässe. Die Winterhecke. Bei der Winterhecke handelt es sich um eine Lauchzwiebelart. Sie können diese also auch in Ihrer Küche verwenden. Die weiße Blüte ist reich an Nektar, weshalb sie gerne von unseren Bienen und Schmetterlingen aufgesucht wird. Die Pflanze ist mehrjährig in ihrem Garten zu kultivieren und zeigt sich auch in einem Blumenbeet sehr wirkungsvoll. Die Winterhecke möchte gerne sonnig bis halbschattig stehen. Und die letzte Pflanze auf der Liste, der Sommersalbei. Stolze 70 cm reckt sich der Sommersalbei in die Höhe. Von Mai bis September entwickelt er eine üppige Blütenpracht in Violett, Weiß, Blau oder sogar Rosa Farben. Aber ein sonniger Aufenthalt ist ihm angenehm, wenn der Boden mäßig trocken und durchlässig ausfällt.
Mit Goldgarbe und Kugeldistel als Nachbarn verträgt sich der Sommersalbei hervorragend. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Für mehr Informationen zu dem Thema aus diesem Video besuchen Sie ganz einfach unsere Website hausundgarten-profi.de oder abonnieren Sie ganz einfach diesen Kanal. Vielen Dank und wir freuen uns schon, Sie beim nächsten Video begrüßen zu dürfen.